Ganz herzlich willkommen zum Mittwochsimpuls unterwegs in und um Haiger. Heute darf ich Sie alle begrüßen von einem ganz besonderen Ort, einem erhöhten Ort. Man sieht hinter mir Langenaubach, wunderbar. Und ich sitze hier auf dem Wildweiberhäuschen, dem Wahrzeichen Aubachs, das man auch schön sieht, wenn man hier reingefahren kommt. Ja, ich kann über den Felsen, auf dem ich hier sitze, gar nicht gut selbst so viel erzählen. Und deswegen habe ich heute Joachim Moos hier, der privat sich auch ganz viel da geschichtlich interessiert hat und uns heute etwas über diesen Felsen hier erzählen wird. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier am Wildweiberhäuschen. Ich erzähle ein bisschen was zum Felsen, wo wir momentan drauf sitzen. Der Felsen an sich ist 29 Meter hoch. Und bis man dann zum Aubach kommt, sind es vielleicht nochmal so in etwa 20 Meter grob gerechnet. Dann hat man die Bachsohle des Aubachs erreicht. Man kann den Felsen schön sehen, wenn man von Rabenscheid einfährt. Das heißt, da ist immer mal den Blick dann auch in Richtung Wald, sodass man den Felsen sehen kann. Der Felsen selbst besteht aus Kalk. Und dann fragt man sich natürlich schon, wie kommt Kalkstein nach Langenaubach oder in unsere Gegend? Das ist hier sehr selten. Die Geologen sprechen davon, dass der Fels 360 Millionen Jahre alt ist. Und bei diesem Alter kommt es natürlich auf ein oder zwei Millionchen auch nicht an. Deshalb wollen wir das nicht so genau nehmen. Kann sich vielleicht auch mal wieder ändern durch neue Forschungen. Und damals war ein ganz anderes Klima hier. Das war subtropisch, das heißt sehr heiß. Und die Wassertemperatur hier damals lag bei ca. 25 Grad. In diesem Wasser konnten Korallen leben. Und die sind nach ihrem Tode abgesackt auf den Meeresboden. Und so hat sich nach und nach im Laufe von Millionen von Jahren dieses Massiv hier, dieses Kalkmassiv gebildet, das zwischen Langenaubach, Erdbach, Breitscheid, Medenbach existiert. Und man kann viele, viele Kilometer nach links, nach rechts, nach Süden, nach Norden, egal wohin fahren, es gibt dann keinen Kalk mehr. Das ist diese Einzigartigkeit dieses Kalkgebietes hier. Und daraus, dass hier Meerestiere gewohnt haben, sieht man ja, dass man hier damals unter Wasser stand. Das heißt, wo wir heute hier stehen, war Wasser. Es war Meer. Ich kann das sich nicht mehr vorstellen, aber das war in diesen Jahren oder in diesen Millionen von Jahren, war das eben mehr. Und bei diesen Temperaturen kann man sich vorstellen, wäre das heute, das ist ja auch schön, aber nicht so warm, bei 25 Grad Wassertemperatur würden wir wahrscheinlich heute in Badehose und Bikini sitzen. Aber so geht es heute nicht mehr. Das heißt, man sieht auch da diese Klimaveränderungen, die ja nach wie vor auch immer das Thema wieder sind. So viel vielleicht zum geologischen Teil des Felsens. Man hat hier interessante Funde auch gemacht. Aus der Eifel zum Beispiel sind hier Sande beim Vulkanausbruch. Maria Lach ist ein Begriff, Kloßwerder See. Da hat es einen riesen Vulkanausbruch gegeben. Und die Sande sind bis hier ans Wildweiberhäuschen geflogen, aber auch noch viel weiter. Hier haben sie sich erhalten. Durch was auch immer, ist schwer zu sagen, aber man hat sie hier gefunden, sodass sie auch konserviert worden sind und sie liegen hier im Archiv, hier beim Geschichtlichen Arbeitskreis oder beim Geschichtsverein, in einem kleinen, feinen Röhrchen, wo sie halt auch besichtigt werden können. Das sind ähnlich feine Sande, wie man die aus dem Rheintal auch kennt, die dann zu BIMS verarbeitet worden sind, Rotblocksteine, kennt jeder vom Hausbau her. Also auch diese Dinge sind hier gefunden worden. Darüber hinaus ist hier eine Pfeilspitze gefunden worden aus der Jungsteinzeit, die auch ihresgleichen hier in der Nähe sucht, wo es also keine entsprechenden Funde zu gibt. Dann hat man hier beispielsweise Rentierknochen gefunden. Ich habe sie mal mitgebracht. Das heißt, hier gab es Kaltzeiten, nicht nur Warmzeiten, sondern auch Kaltzeiten oder vielleicht auch Eiszeiten genannt. Da haben Rentiere hier gelebt. Die findet man ja heute nur noch in Sibirien oder in Schweden, Norwegen, ganz oben im Norden, am Nordpol oben.
Die haben mal hier gelebt, sodass sie ihre Geweihe abgeworfen haben, die sich bis heute erhalten haben. Dann gibt es hier Funde von menschlicher Herstellung. Das heißt also, hier gibt es eine Menge von Scherbenfunden. Das sind Töpfe, Schüsseln oder was auch immer. Man sieht es an der Dicke. Heute wird es viel feiner gemacht. Heute wird es glasiert. Das gab es damals noch nicht. Hier sieht man noch gewisse Verzierungen drauf, wo jemand mit Stöckchen oder vielleicht mit feinen Fingern diese Scherben etwas verschönert hat. Insoweit ist dieses Revivalhäuschen hier kulturhistorisch unwahrscheinlich interessant, botanisch interessant, geologisch interessant. Und man hatte hier 1927 vor, dieses Kalkmassiv abzubauen. Das heißt, man wollte ähnlich wie auch drüben in Medenbach Kalk gewinnen. Und eine entsprechende Firma hatte diese Anträge hier gestellt. Und man hat zum Glück damals mutige und auch wirklich engagierte Leute gefunden, leider nicht hier im Ort, sondern darüber hinaus in Dillenburg, die damals gesagt haben, es wäre ein Verbrechen an der Menschheit, wenn man dieses Objekt hier vernichten würde und würde das dem Kalkabbau an die Hand geben. Man kann sich das so vorstellen, wenn diese Umweltschützer, sag ich jetzt mal einfach auf unsere Begriffchen definiert, wenn die sich nicht durchgesetzt hätten damals, dann hätten wir hier ein Riesenloch, wo der Kalkabbau stattfinden würde, wahrscheinlich immer noch, oder stattgefunden hätte. Weil von hier bis Blockhütte, bis zu der Grube Konstanze, ist ja alles Kalk. Und wer das Riesenloch in Breitscheid-Medenbach kennt, der kann sich vorstellen, dass hier in Langenaubach wäre ähnlich geworden. Also mir sind diese Leute immer heute noch wichtig, einfach darauf hinzuweisen, dass es die gegeben hat und dass sie sich dafür eingesetzt haben. Und man hat damals sofort auch reagiert von behördlicher Seite. Man hat einen wesentlichen Teil dieses Kalkfelsens hier dann unter Schutz gestellt, unter Naturschutz gestellt. Die höchste Priorität halt als Schutzkriterium. Und in der Zwischenzeit ist es aber wesentlich erweitert worden in den 80er Jahren, sodass dieser gesamte Waldbereich jetzt als Naturschutzgebiet auch ausgewiesen worden ist. Und ich hoffe, dass er der Menschheit damit auch auf Dauer erhalten bleibt. Das vielleicht zum Schutzcharakter des Felsens hier. Im Felsen selbst gibt es zwei Besonderheiten. Es gibt eine untere Höhle. Die ist leider sehr feucht und auch nicht eigentlich zugänglich. Man muss auf allen Vieren dort hineinkriechen und kommt nur schwierig auch wieder raus. Es gibt so die Mär, dass ein Hauptlehrer hier, der Dr. Löber, auch mal versucht hat hineinzukommen, aber die Schüler mussten ihn wohl rückwärts wieder rausziehen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Es wird aber so hier erzählt, weil das Loch sehr eng ist und man muss da ein bisschen geschickt vorgehen. Dort wurden Bärenknochen, also vom Höhlenbärenknochen, auch gefunden. Die sind leider nicht in Langenaubach archiviert, die liegen in Wiesbaden beim Landesmuseum. Und die zweite Höhle liegt weiter oben. Da können so etwas sportliche, bisschen klettergewandte Menschen hinein. Also so ein bisschen abgestuft ist das erreichbar, aber man sollte schon sehr vorsichtig sein. Die ist ja gut, meins hoch, man kann gut stehen und die hat noch einen entsprechenden Schlot so als Abgang, der fast senkrecht dann aus der Höhle nach oben führt. Und wenn man sieht, welche Funde hier gemacht worden sind, Scheibenfunde, Knochenfunde, dann deutet das eigentlich darauf hin, dass hier in der Tat Menschen in früheren Zeiten Schutz gesucht haben, wie das ja auch heute üblich wäre, schlechtes Wetter, Kälte oder wie auch immer, der Mensch sucht Schutz und dann ist natürlich eine Höhle ist eine wunderbare Möglichkeit, einfach dort Schutz zu finden, sodass man eigentlich diesen Felsen mit diesen Höhlen so als Urzelle auch des Haigerer Raumes bezeichnen kann, weil weit über den Haigerer Bereich hinaus gibt es ja eigentlich keine Höhlen mehr, es sei denn im Breitscheider Bereich in Erdbach, wo dieser Kalkfelsen oder dieses Kalkmassiv ausmündet. Insoweit, wie gesagt, auch von daher sehr bedeutungsvoll, möglicherweise die ersten Bewohner, die hier halt eben im Felsen ihr Domizil hatten.
Ja. Ganz vielen Dank, Herr Moos, sage ich an dieser Stelle. Das ist vielleicht so der grobe Überblick über das, was Sie hier in Langenaubach alles sehen könnten. Man könnte noch vieles erzählen, aber die Zeit reicht ja dazu auch nicht. Insoweit auch meinerseits vielen Dank für die Einladung und weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ja, wunderbar, was Sie uns hier berichtet haben. Und es wäre wirklich eine Schande gewesen, wenn dieser Felsen heute nicht mehr existiert hätte. Wir haben schon gehört, der hat Menschen Zuflucht geboten. Wir haben Scherben oder Pfeilspitzen gefunden, die sicherlich rund 2000 Jahre alt sein könnten, haben Sie gesagt. So alt ist auch unsere Bibel. Und deswegen möchte ich da ganz kurz auch nochmal auf die Bedeutung eines Felsens eingehen. Dieser Felsen ist noch viel älter, haben Sie gesagt, mehrere Millionen Jahre. Und kein Wunder, dass also in der Bibel, gerade auch im hebräischen Text, das Wort Selah für Gott als Felsen benutzt wird. Dort wird unser Herr und Gott selbst als der Felsen bezeichnet, auf den wir uns verlassen und stützen dürfen. So heißt es dann beispielsweise in dem Psalm, du bist mein Fels und meine Burg. Oder das Wort Zur, das kommt auch im hebräischen Text vor, wird meistens für spitzgezacktere Felsen genutzt, aber auch die, die eben Menschen Zuflucht bieten, wie es auch hier dann wohl in den Höhlen so war. Das heißt, auch da der Fels eine wichtige Zufluchtsstätte. Gott, du bist der Fels meiner Zuflucht, heißt es da im Psalm 90, 91. Wir haben also unterschiedliche Psalmen, die Gott als Felsen beschreiben, und wir haben dann im Neuen Testament auch zum Beispiel dieses Wort, was Jesus sagt zu Petrus: Auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Und auch weiter bei Matthäus 7 lesen wir: Derjenige, der glaubt und Gott in seinem Leben hat, der hat sein Haus auf einen festen Grund, auf einen festen Fels gebaut, sein Leben fest gegründet. Da merken wir also, auch hier im Neuen Testament, auch bei uns, wir vertrauen Gott wie einem Felsen. Kein Wunder, dass es dieses Bild gibt. Sie tragen uns durch die Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrmillionen. Und so ist Gott auch an unserer Seite. Er ist unser Fels und unsere Burg. Und damit einen guten Mittwoch.